Die dramatische und außergewöhnliche Lebensgeschichte des Beatus Klingohr beginnt ganz unscheinbar in einem kleinen Dorf des Erzgebirges. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Begabung darf er schon in jungen Jahren die böhmischen Musikanten begleiten. Er ist der Stolz seines Vaters, der die Musikanten leitet. Als Beatus zum ersten Mal auf der Bühne steht, spielt er sich in die Herzen seiner Zuhörer. Das ist seine Welt. Das ist sein Leben. Die Musik. Nicht nur seine Eltern sind zutiefst gerührt. Er begeistert alle mit seinem großartigen Spiel. Der Vollblutmusiker erlebt den Beginn einer steilen Karriere. Die bekanntesten Konzertsäle werden sein Zuhause. Doch jäh endet sein Glück, plötzlich, unerwartet. Er verunglückt bei einer Zugfahrt und wird schwer verletzt. Sein linker Arm wird dabei zertrümmert. Man sagt ihm voraus, nie wieder Geige spielen zu können. In den schlaflosen Nächten fleht er den Herrgott an, ihm doch zu helfen, doch er scheint ihn nicht zu erhören. In der Wut seiner Verzweiflung zerstört er seine Geige. Er gibt das auf, was er am meisten geliebt hat. Er nimmt schweren Herzens Abschied von seiner Geliebten, denn er will sein Schicksal alleine tragen. Es ist wie eine Flucht vor sich selbst, vor seiner Verzweiflung, seinem Zorn, seiner Trauer. So begibt er sich auf Wanderschaft. Die Einsamkeit ist sein ständiger Begleiter geworden. Heimatlos irrt er umher, versucht seine Vergangenheit zu vergessen, die ihn jedoch stets wieder einholt. Beatus hadert mit Gott. Er fragt sich immer wieder, warum musste alles so kommen? Doch der Allmächtige scheint zu schweigen. Eines Tages trifft er einen geheimnisvollen Schäfer. Durch den Schäfer erfährt Beatus zum ersten Mal vom Wunderapostel. Er erklärt, dass dieser Mann außergewöhnliche Kräfte besitzt und allen Menschen helfen und sie heilen könne. Und er rät Beatus, ihn zu suchen. Auf dem Weg nach Straßburg begegnet ihm Heinrich Truckenbrot, ein echter Walzbruder, der seit Jahren durch die Lande zieht. Da sie die gleiche Richtung einschlagen, wollen sie sich ein Stück des Weges Gesellschaft leisten. Sie werden gute Freunde. Der nasskalte Herbst macht ihnen zu schaffen. Sie betteln, werden jedoch schroff abgewiesen. Sie sind verzweifelt, haben Schmerzen vor Hunger, wühlen wie die Schweine im Morast nach etwas Essbarem. Und dann bricht auch noch früher als erwartet ein strenger Winter herein. Heinrich Truckenbrot wird krank, schleppt sich nur noch mühselig voran. Ihr Weg durch den Schnee wird ein Kampf auf Leben und Tod. Doch sie haben noch Glück im Unglück. Zigeuner finden sie und helfen ihnen wieder zu Kräften zu kommen. Doch sie erreichen ihr Ziel niemals. Von der französischen Gendarmerie werden sie unter dem Verdacht, Spione zu sein, abgeführt. Die Suche nach dem Wunderapostel ist beendet. Beatus zieht sich im Frühjahr in die Berge zurück. Die Schönheit der Natur und die Stille der Abgeschiedenheit geben ihm neue Kraft. Durch eine Vision bewegt, macht er sich wieder auf die Suche nach dem Wunderapostel. Er sieht in ihm die letzte Hoffnung, noch einmal wirklich glücklich zu werden. Beatus' Sehnsucht, ihm zu begegnen, wird immer größer. Und er kommt, als wüsste er von Beatus' Sehnsucht. Von nun an gehen sie gemeinsame Wege.
Der Wunderapostel nimmt sich der Ärmsten an und das Unglaubliche, für den Verstand nicht Fassbare, geschieht. Heilungen treten ein. Blinde werden sehend. Dem Lahmen sagt er, steh auf. Und obwohl es so unwahrscheinlich ist, glauben sie an ihn. Sein Wort band die Krankheit. Der Wunderapostel deckt unverblümt die Fehler der Menschen auf, kämpft für die Wahrheit. In einem Gespräch mit einem Wissenschaftler kommt es zur Konfrontation. Doch der Wunderapostel weiß, wovon er spricht. Und er spricht nicht nur, sondern er handelt. Selbst der Wissenschaftler erlebt völlig überraschend eine Heilung. Der Wunderapostel ist zu Gast beim Bischof, der ihm gegenüber eine große Ehrfurcht zeigt. Auch hier weist er den rechten Weg, klärt auf, offenbart Zukunftsvisionen. Der Bischof zeigt sich sehr beeindruckt, gesteht dem Wunderapostel seine geheimsten Wünsche. Beatus wird vom Wunderapostel in immer tiefere Schöpfungsgeheimnisse eingeweiht und blüht an dessen Seite immer mehr auf. Als er mit ihm in ein fürchterliches Unwetter gerät, erlebt er ein weiteres Wunder. Der Wunderapostel gebietet dem Sturm Einhalt. So vergehen unvergessliche Monate für Beatus. Er scheint sein Schicksal gemeistert zu haben. Doch als er in einem Weinkeller einen Geigenspieler hört, bricht seine alte Sehnsucht hervor, die Musik. Die Vergangenheit holt ihn wieder ein. Die Aufforderung des Wunderapostels, dass Beatus die Geige spielen soll, reißt ihn aus seiner Trauer. Und er hat den Mut, die Geige zu erbitten. Nach über 3 Jahren hält er das wieder in Händen, was er am meisten liebt. So nimmt er sich ein Herz und beginnt zu spielen. Beatus ist geheilt. Er geht aber nicht wieder auf die Bühne zurück. Vom Geiste des Wunderapostels erfüllt, spielt er nur noch für die Ärmsten der Armen. Er erfreut sie mit seinem Spiel und heilt damit ein Stück ihrer Sehnenwunden. Herrgottsgeiger, rufen sie ihn, und ihre Freude wird sein höchstes Glück. Er ist ein anderer Mensch geworden, ein Mensch, der sein Leben in den Dienst der Nächstenliebe stellt. In ihm blühen die Worte und Taten des Wunderapostels.